Rastenschleifer. Das Radio Zusa Kattwager Magazin mit Jörg Aldag und Olaf Jansen und Timme. Timme. Von Tempest. Yeah. Jo Mädels, ihr hört den Rastenschleifer. Heute haben wir mal wieder ein paar Studiogäste, habt ihr schon mitbekommen. Und zwar, die stellen sich am besten nochmal selber vor. Fangen wir an bei unserem Stargast. Ja, ich bin Timme von der Band, international bekannten Band Tempest und der weniger bekannten Band Seducer, meines Zeichens Sänger. Timme, du sagtest gerade, du spielst in zwei Kombos. Das ist ja Tempest und Seducer. Wieso eigentlich zwei Kombos und wo kommen die Kombos her? Also ansässig sind wir in Schweimke, das liegt im Landkreis Gifhorn, unweit von Wittingen. Und zwei Bands, die Band Tempest existiert eigentlich nur noch zu Weihnachten, wo wir dann im Wittinger Rockcafé unsere Weihnachtslieder-Session machen. Wir müssen ja vielleicht erstmal erklären, warum ist Timme überhaupt hier? Ja, Timme, ihr spielt, glaube ich, Heavy Metal, ist das richtig? Das kann man so sagen. Heavy Metal, Hard Rock. Und ihr seid auch eine Combo, die auf Motorradtreffen spielt, weil wir sind ja eine Motorradsendung und ihr spielt also auch. Ja. Wir haben auf dem ersten gesamtdeutschen Treffen gespielt, 1990 war das, vor 3000 Leuten, ganz fett. Das hat der Kurt von den Skyridern damals noch gemanagt. Lief wohl auch von der Biker Union aus, das weiß ich nicht so genau. Aber das war eine nette Sache. Ja, und diverse Treffen, auch bei den Kirchweihern, sag schon, wie heißen sie? Wild Boars. Genau, sorry, Wild Boars. Wie kommt man an euch ran, wenn man euch mal, wie sagt man eigentlich, mieten möchte oder... Buchen ist das bessere Wort, ja. Übers Internet kann man das machen unter www.seducer-online.de. Da gibt es eine Kontaktadresse oder aber man kann mich auch anrufen oder über den Postweg. Da gibt es auch das sogenannte Bauermanagement, ist das nicht? Das ist das schon, ja. Das gibt es immer noch. Thema für mich, das Bauernmanagement. Nee, Bauer. Ach, Bauer. Bauermanagement. Es ist Englisch. Bertha, Otto, Willem, Emil, Richard. Was heißt eigentlich Seducer? Seducer heißt Verführer. Und eure neue Scheibe heißt? Unsere neue Scheibe? Ja, die kommt ja erst noch. Also unsere letzte Scheibe heißt Seduced. Also? Verführt. Die Verführer verführen. Und was hören wir jetzt? Ja. Jetzt hören wir nochmal Tempest oder was? Ja. Tempest, hast du uns was mitgebracht? Ja, genau. Ich habe noch so einen Raffmix von unserer nie erschienenen Scheibe und weltexklusiv heute das erste Mal im Radio. Das ist klasse. Das ist das Lied Nummer 6. So What ist Eternity? Tempest. Tell me
Ja, heute Abend im Rastenschleifer der Timme von der Band Tempest und Sid Jusa. Timme, ihr kommt aus der Nähe von Schweimke, spielt jetzt in nächster Zeit in Wittingen mit Tempest. Und Tempest ja nur einmal im Jahr noch, sagst du. Seit wann gibt es denn die Band Tempest? Also Tempest gibt es seit 1983, so außer Schnaps. Laune entstanden. Das wollte ich gerade fragen, wie ist das entstanden? Also dann 83, ja, das sind ja über 20 Jahre her, das heißt so Anfang 20 und dann gesagt, jetzt machen wir mal ein Heavy-Metal-Kombo, oder? Ja, danke, so alt bin ich dann doch noch nicht, also naja, so mit 18, ne, da durfte man ein Auto fahren und konnte dann auch auftreten, ja, warte mal, wie alt war ich denn da jetzt, aber naja, rechnen, ne? Egal. Wir wollen ja auch nicht nerven. Und kann die Geheimnisse ausplaudern. Egal. Ja, und wie ist das so früher gewesen, so der Übungsraum? Schweimke ist es ja kein großer Ort, also das ist aber auch kein Problem. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Man hat ja Eltern oder was weiß ich, Bekannte und genug Ställe sind leer. Ja, und was für ein Instrument spielst du denn eigentlich? Ja, ich bin ja nun der Sänger und bei Tempest nebenbei noch Schlagzeuger. Mhm. Wir werden auf jeden Fall noch was hören von Sid Jusa. Zurzeit haben wir ein bisschen den Weihnachtslieder-Trip, ne? Ja. Haben wir? Wollen wir noch ein Weihnachtslied spielen? Genau, und zwar von Tempest. Jetzt, was spielen wir jetzt oder was hören wir jetzt, Timme? Ja, morgen, Kinder, wird's was geben. Genau. Heute gab's aber schon was. Heute gab's was, ne? Egal. Ich darf jetzt was ansagen. Das nächste Stück ist von Sid Jusa und es nennt sich, wie heißt er denn? Give me all your money. Und hier ist der Rastenschleifer immer noch. Mit Gästen, und zwar dem Timme von Tempest und Sid Jusa und dem Jürgen, unserem Quizgewinner aus Uelzen. Timme,
Tempest ist passé, also nur noch einmal im Jahr. Wie ist es erstmal dazu gekommen, dass Tempest nicht mehr ständig auftritt und wie ist es zu der Neugründung Sedusa gekommen? Also die Tempest-Geschichte ist halt gestorben, mehr oder weniger mit dem Weggang unseres Gitarristen Andreas Thiemann, der zwischenzeitlich sich in Berlin rumgetrieben hat, jetzt in Köln wohnt und übrigens Gitarren baut. Wenn noch jemand eine gute Gitarre braucht, der kann sie bei Thiemann bauen lassen. Den erreichen wir am besten auf eurer Homepage, ne? www. Ja, da gibt's einen Link zu ihm. Der hat eine eigene Homepage mittlerweile und, ach so, ja, www.seducer-online.de. Ja. Ach. Oder bei uns, www.rastenschleifer.net, wir werden die euch verlinken. Ja, genau. Wenn wir es dürfen. Für auf die jeden Leute, Fall. Die nicht wissen, wie Seducer geschrieben wird, ich weiß es auch nicht. Steht auf der Scheibe drauf, du. Liegt neben dir. Ja, gut, jetzt weiß ich. Danke. Ja. Seit wann gibt es Seducer schon und was sind eure nächsten Projekte? Seducer gibt es seit 5 Jahren. Ja, das muss dann 2001 gewesen sein, ne? So mit Jahreszahlen habe ich es nicht so. Das stimmt. Und ihr habt ja nun schon ein paar Liedchen gehört von unserer aktuellen CD Seduced und wir planen für nächstes Jahr dann die zweite Scheibe, die sich schon fertig aufgenommen ist, aber noch gemischt werden muss. Und da wird noch einige Zeit ins Land gehen, denke ich mal, weil so schnell geht das nicht. Wir wollen ja auch möglichst kostengünstig arbeiten und wir haben da einen Kumpel, der macht das dann so nebenbei. Ja, und die finden wir dann in jedem gut sortierten Plattenladen hier bei uns in der Gegend. Das heißt natürlich auch in Wittingen, Uelzen, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg. Ja, auf jeden Fall kann man die bestellen. Auf unserer Homepage haben wir einen Shop eingerichtet. Da gibt's auch T-Shirts und ganz tolle Sachen. Merchandising. Habt ihr Tassen auch? Nee, da arbeiten wir noch dran. Aber ein Seducer-Truck, den könnten wir anbieten. Oh, für die Sammler. Für die Sammler. Dann sag noch gleich, an welcher Maßstab. Oh, scheiße, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ach so, jetzt hält er so 2 Finger hoch, alles klar. I'm sitting alone in my living room. It's just another rainy, boring afternoon. Cup of a bottle of wine. Sing to sleep. I feel lonely, I feel empty. Oh, I feel so weak. In my mind, there's only you. There's nothing I can do. And I miss you. I want to see you again. Oh, I miss you. I need to hold your hand. Oh, I miss you. Look at me when you're not here. So, Timme, was haben wir denn eben gehört? Ja, das war ein ganz besonderes Schmankerl, sage ich dann immer. Kindheitstraum von mir, einmal Unplugged spielen. Das war ein Seducer Unplugged mit unserem Schlagzeuger am Gesang. Und wir am Schlagzeug natürlich. Stark, wo habt ihr das aufgenommen? Bei uns im Partyraum. Nicht schlecht. Das hört sich aber dann sehr gut an. Ja, geht. Die Scheibe kann man auch beziehen auf eurer Homepage. Nein, auch das ist weltexklusiv und die Scheibe gibt's nicht zu verkaufen, weil die Bandmitglieder oder meine Bandmitglieder meinen, das wäre nicht gut genug. Ha? Das finden wir aber nicht. Ich auch nicht, aber... Wir sind gespannt, was auf unserer und eurer Homepage jetzt los ist und die Leute werden bestimmt schreiben, bringt es in euren Shop, ne? Ja, man kann es auch, glaube ich, das Lied gratis downloaden, also... Dieses eine jetzt? Ja, das eine. Ach so. Ja. Und natürlich ein paar andere Stücke auch. Also so ist das ja nicht. Auch wenn wir unbedingt das große Geld machen wollen, weil berühmt sind wir ja schon. Bloß das Reiche lässt noch so ein bisschen auf sich warten. Aber wir verschenken auch mal was. Ja, und unseren Zuhörern sei es auch nochmal gesagt, man kann diese Jungs auch buchen und zwar auch für Motorradtreffen. Da sind sie auch ganz offen für. Na klar.
Habt ihr denn schon öfter in unserem Sendegebiet gespielt? Das heißt, unser Sendegebiet ist Uelzen, Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und den Harburger Raum? Lüchow-Dannenberg, Mensch des Kinders, wie heißen sie denn? Weil mein Kumpels von die brennen, den... Nee, sag schon. Ah, ich komme noch immer nicht drauf auf sowas. Nee. Im Luzifer. Im Luzifer haben wir auch mal gespielt. Das ist auch schon lange, lange, lange her. Ah, ich komme doch jetzt nicht drauf. Verflixt. Das überlege ich mir noch. Also, kommen wir gleich zu. Mir noch ein. Ich liebe das, wenn es dreckig ist. Bist du heute cool geworden? Deine Mauern sind extra breit und so hockst du lebenslänglich in deiner neuen... Extra breit. Juhu, mit extra breit. So ist es.